Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Ich möchte euch heute das Rezept für mein liebstes Salatdressing zeigen, denn ein gutes Dressing macht bei einem Salat den Unterschied zwischen, ja, ist okay, ist halt essbar und boah, ich kann nicht genug davon bekommen. Und dieses Gefühl sollt ihr haben, denn jeder von euch kann mehr Obst und Gemüse essen. Obst und Gemüse ist das Ticket zu einem guten Körpergefühl und wenn man abnehmen möchte, zu langfristigem Gewichtsverlust, es sei denn, man macht ein Snickers-Dressing, macht das nicht. Dieses Rezept ist im Wesentlichen eine Kombination von zwei Rezepten von Chef AJ. Wer Chef AJ nicht kennt, sie hat mich damals ja, davon begeistert, dass ein Instant Pot so toll ist. Sie ist eine vegane Köchin aus den Vereinigten Staaten, ist seit über 40 Jahren vegan, ist jetzt gerade dabei, ihr zweites Buch rauszubringen. Ich packe euch mal eine wunderbare Rede von ihr, die sie beim McDougall Advanced Study Weekend gehalten hat, in die Links unten, genauso wie ihr Buch. Und ja, das Geheimnis ist einfach, Fett zu nehmen, das aber auszudünnen. Man kann das, was meine ich damit? Man nimmt hier Tahin, Sesammus oder irgendein anderes Fett. Ihr könnt Erdnussmus nehmen, dann müsst ihr aber geröstetes Erdnussmus nehmen, das ist ziemlich lecker. Oder Mandelmus. Und dann nehmen wir einfach den Inhalt von so einer Dose Bohnen, tun das dazu, denn damit kann man den gleichen Geschmack bekommen, man kriegt die gleiche Cremigkeit, kann aber an dem teuren Mandelmus sparen. Und an den Kalorien und man isst noch zusätzlich Bohnen, denn die meisten Leute essen nicht genügend Bohnen, essen nicht genügend Hülsenfrüchte, aber auch die sind unfassbar gesund. Deshalb kommt das beides in das Dressing rein. Ich tue also die Bohnen hier einfach in einen Vitamix, in einen Hochleistungsmixer. Das geht wahrscheinlich auch in einem normalen Mixer, nur wird dann nicht so cremig. Ich habe es aber nicht ausprobiert, weil ich keinen habe. Und dann dazu eben das Sesammus. Ich nehme jetzt so zwei ganz große Teelöffel. Könnt mehr nehmen, könnt weniger nehmen. AJ hat bei ihrer Hail to the Kale Soße hat dann wesentlich mehr, hat dann wesentlich mehr Mandelmus drin. Ich finde aber, dass zwei große Teelöffel das auch absolut machen. Dann dazu drei Datteln. Ich habe jetzt hier Medjool-Datteln. Ihr könnt auch Deglet-Nur-Datteln nehmen. Das sind einfach nur die, die ich habe. Damit kann man nämlich so ein bisschen das Bittere ausbalancieren. Und man nimmt keinen raffinierten Zucker, denn raffinierter Zucker ist auch nicht so geil. Dann presse ich so eine gute halbe Zitrone da rein. Beim Vitamix ist es halt auch nicht schlimm, wenn die Kerne reinfallen. Ist halt egal, der zermalmt die. Beim normalen Mixer würde ich das vielleicht über so ein Sieb auspressen. Sojasauce. Ich mache das eigentlich immer nach Gefühl, aber es sind so ungefähr gute 2 bis 3 Esslöffel. Achtet darauf, dass es eine Bio-Sojasauce ist, die nicht so viel Scheiße drin hat und die am besten auch von einer Firma ist, die keine Tierversuche macht. Dann Knoblauch. Gut 3 Zehen oder 30, wenn ihr ich seid, und ein Stück Ingwer. Das könnt ihr alles variieren, das ist halt nur so eine grobe Anleitung. Und was ich ein bisschen anders mache als AJ, ist, dass ich Senf reinmache. Ich liebe nämlich einfach Senf, ich esse Senf auf Brot, ich esse tatsächlich Obst mit Senf manchmal. Senf ist genial. So, das ist ein einfaches Rezept, ihr müsst nur alles reinschmeißen. Und weil wir natürlich jetzt Flüssigkeit brauchen, weil wir nicht genug haben, habe ich einfach hier so einen Krug Wasser. Und gieße das auf, bis es alles gut bedeckt ist. So, damit könnt ihr natürlich auch die Konsistenz anpassen. Wenn ihr es ein bisschen flüssiger haben wollt, dann macht ihr halt mehr Wasser rein. Wenn ihr es ein bisschen dicker haben wollt, ein bisschen weniger. So, Deckel drauf und los geht's. So, jetzt haben wir hier, oh, riecht einfach so gut, unsere Soße rausbekommen. Das sind, wenn ich hier sehe, ist es ungefähr 1 Liter. Also reicht das für meinen großen Salat, den ich vorbereitet habe, auf jeden Fall. So, das ist nämlich mein großer Salat. Ich habe hier einen Instant Pot voll mit so einem Salatkopf und einfach mit geschredderten Karotten. Da tue ich jetzt das Dressing drauf. Und ein weiteres Geheimnis ist, es durchziehen zu lassen. Ihr müsst es durchziehen lassen. Am besten so einen halben Tag, wenn ihr könnt, einfach in den Kühlschrank packen, denn dann ist es genial. Damit könnt ihr auch rohen Grünkohl essen, also einfach rohen Grünkohl da reinmachen und dann die Soße drauf. Das ist unfassbar lecker. Das ist dann Chef AJs Hail to the Kale, natürlich wegen Kale, Grünkohl. Und weil ich keine Handschuhe habe, ups, da war ein Stück Papier, das sollte da nicht mit rein, zermatsche ich das einfach mit den Fingern. Das macht Spaß. Ich glaube, das macht besonders für Kinder wahrscheinlich voll viel Spaß. Die Leute sagen mir immer wieder, ich kann nicht so viel Gemüse essen, das ist einfach viel zu viel Volumen. Schaut mal, dadurch, dass ich diese Soße in diesen Salat gemacht habe, habe ich einfach mal das Volumen um ungefähr ein Drittel bis fast die Hälfte reduziert. Und das sieht alleine optisch, macht das schon viel weniger Angst, das jetzt zu essen. Das ist so meine tägliche Portion Salat ungefähr. Ich versuche so ungefähr
ein Kilo Gemüse am Tag zu essen und dann noch so einen fetten Salat, weil mir das einfach total gut tut. Und es würde mich freuen, wenn ihr dieses Rezept mal ausprobiert. Wenn ihr es getan habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns und bis dann.